Wie ich als juristischer Staatsbeamter 1969 ans Landratsamt Bad Kissingen kam, war bei dem Einstellungsgespräch von der Gebietsreform überhaupt nicht die Rede. Also ich habe argumentiert damals, dass ich was gestalterisch tun will. In dem Zusammenhang hätte mich das Innenministerium eigentlich packen müssen und sagen, ja, da haben wir Folgendes vor. Es war nichts. Wir haben uns zusammen mit meinem damaligen Kollegen damit befasst, mit all den Dingen, die die Gemeinden berühren. Ich hatte mehr das Baurecht, der andere hat mehr die Gemeindeaufsicht gehabt. Und dann hatten wir, sagen wir, ein gutes Jahr mit der normalen Arbeit. Und dann kam die Regierungserklärung von Dr. Gobel, dem Ministerpräsidenten. Und von da an ging schlagartig das Thema los. Diese Entscheidung ist praktisch in 11 Monaten gefallen. Das war das ganz Außerordentliche, dass eine solche maßgebliche Reform in kürzester Zeit möglich war. Und dazu hat es halt wirklich eine Anstrengung bedeutet, mit all den Randgemeinden, die zugeordnet werden sollten, zurechtzukommen und die Einwilligung zu bekommen, dass sie nach Bad Kissingen kommen. Das war für uns damit verbunden, dass wir halt ausgeschwärmt sind und in abendlichen Veranstaltungen die einzelnen Gemeinden besucht haben. Die Gemeinden, die da gefragt worden sind, haben demokratisch entschieden, die hatten gewählte Gemeinderäte gehabt und haben dann diesem Vorschlag mehr oder weniger zugestimmt, haben in ihre vertraglichen Vereinbarungen alle möglichen Verpflichtungen aufgenommen, mit denen sie sagen wollten, wir kommen, wir gehen zur Stadt, aber das und das wollen wir noch haben. Und da gibt es viele gute Beispiele, die geklungen sind, aber auch Beispiele, die lange gebraucht haben, bis sie verwirklicht worden sind. Es war zum Beispiel für die Albertshäuser wichtig, dass das Recht auf den Christbaum aus dem Staatswald, dass das im Eingemeindungsvertrag steht. Da haben wir halt die Forstverwaltung dazu gehört. Ihr seid ja einverstanden. Ja, sie sind einverstanden. Daran soll es nicht scheitern. Da muss man sortieren zwischen den erfüllbaren Wünschen in den Eingemeindungsverträgen und dem, was nicht erfüllbar ist, was man letztlich den nächsten Generationen überlassen muss. Ja, ich habe es hier gleich im Stadtrat, also 72, miterlebt, wie die neuen Stadtratskollegen mit aufgenommen worden sind. Also nach dem 1. Juli 72 habe ich da die direkte Berührung mit den anderen gehabt. Und es war damals ja die Vorgabe, wir wollen diese Stadtteile mit einbinden in die Kommunalpolitik. Die Mitglieder waren eigentlich schon ein bisschen stolz, in dieser Stadt zu sein. Es war eine andere Ebene wie draußen in den Gemeinden, sodass man gesagt hat, hier in Kissingen wird große Politik gemacht, dank auch von dem OB Dr. Weiß, der von München kam, der natürlich durch seinen Charme, durch sein Vermögen natürlich hier die Leute überzeugte. Ja? Die Unterzeichnung der Eingemeindungsverträge Ende 71. Da gibt es ja ein Bild davon, wie die Bürgermeister alle darstellen konnten, wir haben unterschrieben, wir haben Gemeinderatsbeschlüsse. Die Kissinger Situation war ein Vorbild landesweit. Ne? Nicht zuletzt deshalb, weil halt der Dr. Weiß das gut hingebracht hat und auch der Kollege, wir haben ja geworben draußen, abendelang.
Ja, zu dem Zeitpunkt in der Tat war ich noch nicht auf der Welt. Ich weiß, dass ich als kleiner Junge, als ich die Saale-Zeitung in der Grundschulzeit begonnen habe zu lesen, das waren so die Zeiten, wo man diesen Titel immer wieder mal gelesen hat. Man konnte damit aber nichts anfangen. Für Bad Kissingen ist es, glaube ich, über die letzten Jahre und Jahrzehnte war es ein Titel, den man immer so selbstverständlich hatte. Aber er spiegelt ganz gut wider, dieses Selbstverständnis in Bad Kissingen, auf der einen Seite eine Kleinstadt zu sein, aber doch irgendwie etwas Großes zu sein. Meine Verwandtschaft stammt zum Teil zum Beispiel aus einem Stadtteil, der Stadtteil Poppenrot. Und dass die Bestandteil von Bad Kissingen sind, war für mich eine Selbstverständlichkeit, aber ist natürlich eine Entscheidung gewesen, die mit dieser Gebietsreform zu tun hatte und was die Stadt bis heute prägt. Also auf der einen Seite diese Kleinstadt, Kernstadt, mit ja zum Teil ja nicht nur im städtischen Anspruch, sondern teilweise sogar kosmopolitisches Milieu, sage ich sogar. Und auf der anderen Seite eben dieses dörfliche, fränkische Umfeld. Und das macht auch die Spannweite der Stadt Bad Kissingen eigentlich aus, die unmittelbarer Ausdruck der Entscheidung als große Kreisstadt gewesen ist und der Gebietsreform aus der damaligen Zeit. Bad Kissingen war auch über die ganzen Jahrzehnte immer so an der Schwelle in der Landesplanung zum Oberzentrum gestanden. Und es war immer das Bestreben, auch in Bad Kissingen ein Oberzentrum zu installieren. Und das ist auch dann durch diese besondere Funktion nochmal dokumentiert. Es entspricht den tatsächlichen Gegebenheiten, dass man Städte, die vorher eine herausragende Funktion hatten, und das ist ja in Bad Kissingen über Jahrhunderte der Fall gewesen, dass man das auch letztlich in der weiteren Entwicklung würdigt. Ich selber komme aus dem Stadtteil Hausen. Und der Stadtteil Hausen hat traditionell gute Verbindungen zur Stadt gehabt, weil eine große Anzahl von Kureinrichtungen, der Quartierbau, das Bismarck-Denkmal, die untere Saline, das waren die technischen Betriebe der damaligen noch Bäderverwaltung, die obere Saline war der Ökonomiebetrieb, die Landwirtschaft von der Kurverwaltung. Die Salzgewinnung, das war traditionell nur möglich mit Arbeitskräften aus dem Stadtteil Hausen. Und so war in Hausen das überhaupt kein Problem, hier nach Bad Kissingen zu gehen. Ich habe mich eigentlich schon immer zu Bad Kissingen, also ich kann nicht den Unterschied, ich bin Hausener oder jetzt bin ich Kissinger, habe ich so nie wahrgenommen. Ich kenne niemanden, der dann gesagt hat, wir wollen nicht zu Bad Kissingen gehören. Aber es gibt eine starke Identifikation mit dem Stadtteil als erster Ort der persönlichen Identifikation der Gemeinschaft vor Ort. Das muss man, glaube ich, ernst nehmen. Aber es ist, so zumindest meine Wahrnehmung und meine Erfahrung, auch auf einer Ebene, die mit diesem Identifikation zu tun hat und die nicht in eine Ablehnung münden gegenüber der Stadt Bad Kissingen, die Ausdruck des Gemeinwesens und der Gemeinschaft nach wie vor ist. Natürlich hat es auch seine Kuriositäten. Also ich weiß von einem Bürger, dessen Haus tatsächlich auf zwei unterschiedlichen Gemeindegebieten steht. Und ich glaube, der wechselt dann immer, also er frühstückt dann in der einen Kommune und schläft in der anderen und das im gleichen Haus. Eine Sache ist doch ein bisschen kurios. Zum Beispiel, es ist nicht üblich, dass eine Kommune Eigentümer einer Kirche ist. Und durch die Eingemeindung des Stadtteils Kleinbrach ist auch die Stadt Eigentümer dieser Kleinbracher Kirche geworden. Das ist ein Novum. Ich denke, das ist ein Novum immer noch in ganz Bayern. Das Verhältnis zwischen US-Armee und Bad Kissingen war nach dem Krieg gut. 72, 73 war es in dem Jahr, da war das bayerische Kabinett hier in Kissingen.
Der OB Weiß war ja hier eine große Größe in Bayern. Er hatte hier zu dem amerikanischen Kommandeur gesagt, du fährst jeden Tag rauf am Übungsplatz vorbei, du fährst jetzt heute mal dreimal ums Kurhaus rum. Da tagte das bayerische Kabinett, damit die hören, wie laut es bei uns ist, weil die Kurhausstraße ja offen war. Das heißt, der Verkehr ging ja durch, damals vom Süden nach Norden zum Klaushof hinauf. Nachdem sie dreimal rumgefahren sind, haben die im Kabinett oben gesagt, jetzt gibt's doch nicht in Bad Kissingen, da muss man doch was tun, da muss man was machen. Jawohl, also, dann kam dann der Förderbescheid von München, Kissingen braucht schnellstens eine Fußgängerzone. Das ist auch eine Anekdote. So wird stimmt, erzählt, stimmt. Ne? Nein, das ist absolut. Das war ja? Das, war das ja. Handling von unserem Oberbürgermeister Hans Weiß. Bad Kissingen ist eine unheimlich grüne Stadt mit dem Stadtwald, den wir auch in Bad Kissingen haben, der ja angrenzt bis zum Klaushof, der ja schon Richtung Poppenrot reicht. Oder in Albertshausen auch, wo der Stadtwald unmittelbar an Stadtteil Albertshausen angrenzt. Und das macht den Charme auch aus, die man auch ganz konkreten Mehrwert für sich selbst bedeutet. Wenn Sie sagen, dass man beispielsweise spazieren geht, dann gibt es dort Wege, die Bad Kissinger als selbstverständlich ansehen, sind sie aber nicht, wenn man in vergleichbare Städte geht. Das sind diese alten Wege, die mal angelegt worden sind, als Ausdruck auch des Kurwesens hier. Und diese Vielfalt, die würde es überhaupt nicht in der Form geben, wenn man sich nur auf die Kernstadt bezogen hätte, sondern hier braucht man dann wirklich auch diese Anknüpfungspunkte Richtung Poppenrot, Richtung Albertshausen. Das ist schon auch eine historisch gewachsene Verbindung und nicht eine künstlich geschaffene. Die Austauschbeziehung wirtschaftlicher und sozialer Art und die Fokussierung auch des Umlands und des näheren Umlands auf Bad Kissingen hat es immer gegeben. Und die sind nachvollzogen worden mit dieser Gebietsreform. Die sind aber nicht und wirken bis heute nicht künstlich, sondern sind Ausdruck des sozialen Lebens. Ich war deshalb sehr überzeugt von der Gebietsreform, weil es eine Lösung war, die das rechte Maß den Bürgern abverlangt hat, den alteingesessenen Gemeinderäten und Bürgermeistern entsprochen hat, letztlich deren Zustimmung gefunden hat. Also es war eine Reform mit Maß und Generationen zukunftsträchtig. Es war so, dass die Kleinigkeiten oft überdimensional bewertet worden sind, aber nicht das große Ganze in Frage gestellt haben. Und diese Befriedung, die da erreicht worden ist, die war natürlich Ergebnis, hat es dazu geführt, dass wir alle Eingemeindungsverträge unterschriftsreif auf den Tisch gelegt bekamen und wir das große Bild aller Bürgermeister und des Oberbürgermeisters, der sich weiterhin Oberbürgermeister nennen durfte, veröffentlichen konnten. In Kissingen haben wir das geschafft.